Wir leben Wrestling. Vater von Roman Reigns verstorben. Die Wrestling-Legende Sika Anoui ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Familie. Sika war Teil des legendären Tag-Teams The Wild Samoans und gleichzeitig auch der Vater von Roman Reigns. Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft und unser Beileid. Rhea Ripley vor Comeback? Laut einem Bericht von Fightful zeichnet sich ein zeitnahes Comeback von Rhea Ripley bereits ab. Demnach könnte Ripley jederzeit in die TV-Shows zurückkehren, auch ohne aktiv in den Ring zu steigen. Es besteht die Hoffnung, dass sie, wenn alles gut läuft, vor dem SummerSlam ins TV zurückkehrt. Ludwig Kaiser verletzt. Wie WrestleVotes vermeldet, hat sich Ludwig Kaiser bei Raw in seinem Match gegen Bron Breakker verletzt. Es könnte sich dabei um eine Verletzung am Arm oder an der Schulter handeln. Aktuell ist noch unklar, wie ernst die Verletzung ist. Jedoch ist davon auszugehen, dass Kaiser eine Weile fehlen könnte. Ursprünglich war der Deutsche für ein Money in the Bank Qualifying Match kommende Woche vorgesehen. Aus diesem wurde er nun gestrichen und durch Ilya Dragunov ersetzt. Ricky Starks unzufrieden bei AEW? Ricky Starks soll mittlerweile ein paar Kritiker bei AEW haben. Laut Fightful war Starks unzufrieden mit einigen Booking-Ideen und lehnte ein Match gegen Big Bill ab. Die Offiziellen wollten gerne ein Match zwischen Starks und Big Bill booken, um letzteren als Heel und Starks als Face zu etablieren. Ricky soll jedoch nicht viel von der Idee gehalten haben und lehnte sie daher ab. Zudem möchte Starks gern vermehrt als Singles-Wrestler eingesetzt werden. Dies hat seinem Ansehen Backstage nicht geholfen. Ein Abgang des 34-Jährigen nach Ablauf seines Vertrags scheint weiter wahrscheinlich. Penta El Zero dementiert WWE-Interesse. Während eines Auftritts bei Camiendo Carnitas hat Penta El Zero Verhandlungen mit WWE dementiert. Der Mexikaner erklärte, dass es sich dabei für den Moment lediglich um Gerüchte handle. Er ist zufrieden bei AEW, möchte jedoch auch einen Wechsel zu WWE nicht ausschließen. Sein Vertrag bei AEW läuft im September aus.